Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wieder jetzt ein paar Tage her. Ich habe wieder vergessen, was wir machen wollten. Ich habe auch mal die Kamera ein bisschen anders positioniert. Die Kopfhörer sind ein bisschen laut. Sorry. Die Aufnahme aber passt von der Lautstärke her. Okay. Deswegen muss ich jetzt noch mal schauen, was ist aktuell unser aller Rettung Teil 1. Den schwarzen Stein der Dalgais finden und zu Erzmagister Merail bringen. Den schwarzen Stein der Apothekari finden und zu Erzmagister Merail bringen. Und hier Jesper in Dünenheim treffen. Stimmt, wir sind auf dem Weg zu Jesper. Nach Dünenheim. Ich habe wirklich ein bisschen vergessen, was aktuell Phase ist, was wir machen wollten. Ich glaube, ich laufe hier aber auch falsch. Kann das sein? Oder müssen wir hier rüber? Gut, dass der Stamm da ist, damit wir hier rüber gehen können. Und nicht vom Dings hier weggezerrt werden. Okay, das ist doch, wo wir eine Tür einbauen müssen. Reparieren ehemals Tür. Ja, okay, müssen wir erstmal herstellen. Und da gibt es wieder schöne Königskrabben. Hier geblieben. Warum ist sie so schnell? Und wir haben keine Ladung mehr. Okay. Da hinten ist eine Hütte. Oder zumindest das Hüttensymbol. Kommen wir da irgendwie hin? Was haben wir hier eigentlich in den Kisten? Eisenerz. Auch Eisenerz. Gibt's hier noch eine? Eigentlich brauchen wir Ebenerz, beziehungsweise Schattenstahl, wie es hier heißt. Ich finde, Ebenerz klingt schlüssiger. Warte mal, einzuteilen, die brauchen wir. Die brauchen wir jetzt mittlerweile. Hier auch noch was zu holen. Der ist leer. Der hat nichts. Auch nichts. Was? Waldbeeren. Ach, hier hängen Waldbeeren. Das ist ja nice. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also Wein. Hier ist ein Hobel. Wir haben das aber auch schon mal durchsucht, die Hütte. Theoretisch kann man da hoch, aber ob man da was finden wird, unsicher. Nehme ich trotzdem an, vielleicht nicht. Großes Käse. Essen. Lauch. Aber die Frage ist, werden wir da oben irgendwas finden überhaupt, oder ist das nur so, um zu zeigen, man kann da hoch.
auch noch irgendwie. Wir waren hier, glaube ich, noch nicht so wirklich entlang gelaufen. Alte Sternlingsgrabstätte. Ich glaube, da sind wir noch nicht so wirklich mal entlang gelaufen. Und heißen die wirklich eigentlich Sternlinge? Oder ist das von unserem aktuellen Volk, sag ich jetzt mal, hier so einfach benannt worden? Genauso wie Pyrea. Die Pyrea waren ja, glaube ich, auch ein altes Volk, was es nicht mehr gibt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Eterna. Das sind schon mal drei alte Völker, wenn ich das richtig verstanden habe, die schon ausgestorben sind hier. Durch die Läuterung. Die es nicht mehr gibt's. Komm, wir laufen mal hier entlang. Vielleicht gibt es da noch irgendwie was. Vielleicht vorsichtshalber einmal kurz schnell speichern. Also vorne gibt es eine Höhle. Vor allem, ich finde das ja auch geil. Ich habe da auch ein bisschen jetzt Conan Exiles Vibes. Ah, hier ist ja noch einer. Das sind ja drei. Tschüss. Ich hoffe, die regenerieren nicht. Und ich hoffe, die finden mich jetzt auch nicht. Dass ich weit genug weg bin. Okay, jetzt müssen wir was essen. Bananenschnaps brauchen wir, Brezel. Wir essen mal eine Brezel. In der Zeit, wo es regeneriert, trinke ich auch mal eben einen Schluck. Da hinten sind sie schon. Wiener kann ich. Okay, der eine hat uns schon entdeckt. Na, die haben uns alle entdeckt jetzt. Ja, okay. Die schießen alle. Okay, den ersten haben wir. Der ist auch. Boah, Alter, der hat mich jetzt angenommen. 250 gibt es da, Alter. Schaffen wir den? Okay. Das gehört gespeichert. Drei Eiterkäfer. Die sind noch eine Herausforderung, auf jeden Fall. Beziehungsweise ich glaube, wenn je nachdem, wo man hin ist, sind die schwieriger. Ich glaube, hier... Flüsterwald war das. Sind die einfacher als hier in der Pulverwüste? Die Frostpassage sind wir, glaube ich, schon gegangen. Oder? Nee, die Frostpassage sind wir nicht gegangen. Da ist ja noch... Da ist noch gar nichts. Wir sind hier rumgegangen. Am Golden Forest. Talgard waren wir auch noch gar nicht. Oder die Bauernküste hier oben. Hier oben Kristallwald und Nordwindgebirge. Alter, hier ist ja auch überall noch Straße. Das geht ja noch richtig rein in Nordwindgebirge. Okay.
Ich hatte gedacht gehabt, hier wäre schon Ende. Okay, das wird ja noch geiler hier. Dann wird, das sieht ja richtig heftig aus hier mit den Gebirgen. Das, ich will wissen, was da ist. Boah, wenn Elder Scrolls 6 auch noch so epochal ist von dem Aufbau. Alt-Ishmatep entdeckt. Okay, da gehen wir mal noch nicht rein. Alt-Ishmatep, das klingt für mich, als wäre das, jetzt erkenne ich, was das ist. Okay, die Skyrax gibt es aber immer noch. Das ist, also, wenn wir jetzt einmal kurz nochmal Revue passieren lassen oder nochmal drüber überlegen, nachdenken. Welche Völker, die verstorben sind, kennen wir? Die Pyrea, die Eterna, die Sternlinge. Was gibt's noch? Oder sind die Eterna die Götter gewesen hier? So, jetzt sind wir hier in Dünheime. Was gibt's hier noch? Die Skarax existieren noch. Die Arps existieren noch. Das sind ja die Falmer. Im Grunde. Da bist du ja. Unser altes Anwesen ist in der Wüste, nordwestlich von Dünenheim. Ist ein guter Fußmarsch, aber schaffbar. Jetzt mal zu einem Versteck in der Nähe seines alten Anwesens begleiten. Speichern. Geh nordwestlich von hier. Er folgt mir, okay. Oben sehe ich jetzt aber keine Lebensanzeige für ihn. Aber mit Jesper im Schlepptau, Ja. Könnte es leichter sein? Wo genau? Altes Anwesen der Dalvarek. Wir waren da schon mal? Jetzt neugierig. Ich bin jetzt wirklich neugierig, ob wir da schon mal waren. Weil es ist ja jetzt weiß markiert und nicht schwarz. Jesper, ich habe die alle drei selber erledigt. Anwesen der Dalvarek? Warte mal. Das hier? Das hier? Jetzt eine gute Pfeife. Hast du nicht nostalgische Gefühle oder so, Jesper? Tatsächlich, ja, hier waren wir schon mal. Nichts als Trümmer und Asche. Beim weisen Eremiten, wie lang ist es her, dass ich hier war? Komm, das Versteck ist nur noch ein kleines Stück entfernt. Jesper in das Versteck begleiten? Charisma-Trunk, Genesungstrunk. Den nehmen wir mit.
Jetzt rennt er auf einmal. Jesper? Karren. Das müssen Schürfer sein. Dann hat man unsere Höhle in der Zwischenzeit entdeckt. Komm, wir gehen hinein. Ich werde dir beweisen, dass das alles Unsinn ist. Okay, warte mal. Ich muss das hier erstmal kontrollieren. So, die 53 Groschen. Und 3 zusätzliche Groschen haben wir gefunden. Hier war alter Schattenstall. Haben wir die Spitzhacke noch? Wenn ja, werden wir hier sehr viel Erz abbauen. Vorausgesetzt, wir finden hier das Schattenstall. Jetzt mal hinter dir. Mit dem? Silberstahl? Silberstahl? Okay. Nehmen wir mit. Gut, dass die auf I. Hier ist ein toter Schürfer. Kutte, scharfe Spitzhacke und Schuhe. Ich guck mal, haben wir eine Spitzhacke? Die scharfe Spitzhacke haben wir. Verlorene. Von den Schürfern sind wohl nicht mehr viele am Leben. Woher kommen die? Gibt es hier eine Gruft? Weiter unten, ja. Von einem alten Landherren. Aber Adila und ich waren immer klug genug, die Pforte nie anzurühren. Der rote Wahnsinn muss sie geweckt haben. Oder jemand hat die Tür aufgebrochen. Arme Narren. Okay. Silberstahl. Gibt's hier aber noch irgendwo Schattenstahl? Schaufel, Winkeleisen. Schattenstahlerz. Schattenerz wurde dem Inventar hinzugefügt. Wie jetzt nur ein? Gab es da noch mehr solche leuchtenden Dinger? Solche leuchtenden Stellen. Irgendwie, irgendwo. Ich brauche mehr davon. Wenn wir alles herstellen wollen aus Schattenstahl, was wir kriegen können. Ah, da ist wieder dieses Zeug. Okay, die sind alle hinüber. Er ging da runter. Da haben wir noch mehr. Schattenerz. Oh, kleiner Seelenstein. Auch nochmal bekommen. Okay, nice. Ist das eine gute Idee, da runter zu springen?
Kleine Wegfindungsprobleme. Jesper, warte mal. Ich muss hier auch noch mal kurz gucken. Was ist das für eine Blume? Okay. Die Blume war nur Deko. Eine Eisenplanke ist hier versteckt. Okay, immerhin. War nicht komplett umsonst, hier hinzugehen. Hier leuchtet wieder irgendwas. Aber was? Da ist die Gruft. Und er geht dahin weiter. Jetzt ist die Frage, ist die Gruft verschlossen oder offen? Die ist offen. Und ich höre da irgendwas rumlaufen. Ich speichere vielleicht vorsichtshalber. Ich will mal gucken, wenn wir das hier auch machen. Na ihr? Der ist schon mal hinüber. Groß schwer. Aua. So, die Pfeile nehme ich mit. Pfeile kann man immer gebrauchen. Oh, Groschenbeutel. Alte Schattenstahlmine Gruft. Okay, da gehen wir aber mal nicht weiter. Okay, er sagt jetzt nichts, dass ich da reingegangen bin. Da hinten. Das ist die Lichtung, von der ich dir erzählt habe. Unser Versteck. Gut, was ist der Plan? Wir sollten nicht gemeinsam hinabgehen. Wieso? Wenn Nadila wirklich da unten wartet und hinter diesen Morden steckt, ist sie unberechenbar. Dass ich mit jemand anderem aufkreuze, könnte sie als Verrat deuten. Halte dich also erstmal bedeckt. Ich werde das alleine lösen. Irgendwie. Wir reden hier von einer Serienmörderin mit der Macht eines schwarzen Steins. Sie hat dich sicher nicht zum Schwätzchen halten hergerufen. Doch, so skurril es klingt, ich glaube, das hat sie wirklich. Ich habe dir doch auf dem Schiff der Fischerin erzählt, dass ich mich schon länger um Adila sorge. Und selbst wenn all das hier der Grund für ihr Verschwinden damals ist, und ich weigere mich nach wie vor, das zu glauben, hätte sie mich seit damals mehr als einmal töten können, und das hat sie nicht. Mich hierher zu holen mit dieser morbiden Schnitzeljagd. Ich glaube, sie will mir etwas sagen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ich ihr alleine entgegentrete. Das ist unklug, Jesper. Ich komme mit hinunter. Ich vertraue ihm mal, aber ich will jetzt nicht, dass er auch drauf geht. Aber sobald es brenzlig wird, schreite ich ein. Ja, das ist gut. Dann mal los. Am besten, du versuchst den Weg über die Gruft. Von dort aus sieht sie dich nicht kommen. Dann versteckst du dich im Dickicht und hältst den Kopf unten. Ich vermute, dass sie mich eine Weile warten lassen wird. Das sehe ihr ähnlich, also auf geht's. Auf geht's. Aber das hier sieht cool aus. Ich muss durch die Dings. Ich muss durch die Gruft. Ich hoffe, Jesper geht jetzt nicht drauf. Ich muss hier also wirklich durch. Autsch. Autsch. Ich hab den jetzt hier nicht kommen. Autsch. Yeah.
noch den. Haben wir? Was jetzt er? So, und wir essen wieder mal was. Komm, Cremetorte haben wir genug. Beziehungsweise sehr viel. Wunschwert. Da ist ja noch einer. So, jetzt laden wir wieder auf, unser Leben. Ich hoffe, hier gibt es noch irgendwo Schattenstahl. Das war, glaube ich, der Raum, wo wir... Ja, das ist der Raum. Und... Ich weiß jetzt nicht, ob es eine kluge Idee ist, da drauf zu gehen. Nicht, dass das Ding... Obwohl... Wenn das da steht, dann kann es nicht einstürzen. Gehe ich mal von aus. Hoffe ich zumindest. Ich bleibe mal hier geduckt. Gucke mal, wohin das hier führt. Okay, das hier führt einfach nirgendwo hin. Vielleicht noch mal kurz speichern. Leben ist zumindest wieder voll. Den haben wir. So, Runenpfeile. Was hat der hier? Nun, okay. Und noch mal ein bisschen gebückt hier rumlaufen. Ich glaube, wir müssen da lang. Deswegen gehe ich zuerst nicht hier lang. So, Minimap. Okay, der Weg wäre da so oder so nichts. Alte Schattensteinmine. Jetzt muss man dieses Gespräch auch so ein Dickicht beobachten. Du bist also gekommen. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet. Adila. Also doch. Was soll das alles? Warum bin ich hier? Und was hast du mit diesem Mann gemacht? Dein Gedächtnis war schon immer etwas löchrig, was? Auf den Steinkreis, los! Was? Auf die Knie! Jetzt sieh ihn dir an, Jesper. Sieh ihn dir genau an. Valencio Doran. Beim Namen der Sonne. Richtig. Du hättest sehen sollen, wie er geheult und geschrien hat. Schon erstaunlich, was ein Schwert an der Kehle mit Menschen so alles machen kann. Aber leider habe ich schlechte Nachrichten für dich. Nie mehr. Ich werde dafür sorgen, dass du nie mehr jemandem etwas antun wirst. Und ich werde es genießen. So wie bei all dem Abschaum, der nach dir dran sein wird. Adila, bitte. Das ist doch einfach lächerlich. Du hast nicht einmal die leiseste Ahnung, was du da sagst, geschweige denn tust. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Ich werde das weiterführen, was Vater wegen Ungeziefer wie ihm hier nie zu Ende bringen konnte, Jesper. Und ich werde sie alle büßen lassen. All diese Verbrecher, die meinen, sie könnten der Gerechtigkeit entfliehen. Es hätte mir klar sein sollen, dass du das nicht verstehen würdest. Schau dich an, wie du hier stehst, Löcher in die Luft starrst und dämliche Fragen stellst. Du bist einfach erbärmlich.
Der einzige Grund, dass du hier bist, ist, dass ich trotz allem, was du getan hast, trotz allem, was du geworden bist, glaube, dass du ein Recht hast, dem hier beizuwohnen. Du sollst sehen können, wie der Mensch, der uns alles genommen hat, seine gerechte Strafe bekommt. Der schwarze Stein. Oh, verdammt. Dann ist es wirklich wahr? Du weißt von dem Stein? Ja, das... Ich... Hör mir zu, Adila. Was auch immer du getan hast. Du hast es nicht aus freien Stücken getan. Der Stein, er ist böse. Und er kontrolliert dich. Was soll das werden, Jesper? Einer deiner großartigen Witze? Die Dalvareks haben den Stein seit Generationen. Und dass ich ihn gefunden habe, war ein Geschenk des Schicksals. Damit wir endlich wieder unserer Vorherbestimmung folgen können. Vater hat das versucht, aber er ist gescheitert, weil er nicht gesehen hat, welche Macht in dem Stein schläft. Aber ich habe es und ich werde sie nutzen. Nein, du verstehst das vollkommen falsch. Scheiße, scheiße, verdammte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wusstest du noch nie. Aber jetzt ist es ohnehin egal. Hau ab, Jesper. Ich habe mich umentschieden. Ich dachte, das hier bin ich dir schuldig, aber wie du daherredest, zeigt mir, dass ich mich getäuscht habe. Du bist kein Dalvarek, das warst du noch nie. Du verstehst mich nicht und du wirst mich nie verstehen. Okay. Schau doch mal an, was aus dir geworden ist. Du arbeitest für die Leute, gegen die Vater gekämpft hat. Eigentlich hättest du auch gleich auf sein Grab spucken können. Das ist doch nicht wahr! Gut, 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 Adila. Du willst, dass ich gehe, und ich werde deinem Wunsch nachkommen. Aber nicht ohne den Stein. Was? Der schwarze Stein. Du wirst ihn mir geben. Etwas Schlimmes ist im Begriff zu passieren. Und ohne ihn werden wir es nicht aufhalten können. Es tut mir leid, wenn es nicht das ist, was du hören willst. Darum geht es dir also. Du willst ihn für dich. Was? Nein! Geh. Adila, ich... Geh! Na gut. Verzeih mir. Du! Jesper? Jesper soll Adila konfrontieren. Was? Wer seid ihr? Da werdet ihr sterben. Beim Namen der Sonne, ich schwöre es. Was habt ihr getan? Er wollte es so. Verdammter Narr, Jesper. Jesper! Du Elender, verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen, dass er nicht alleine kommt. Und, was werdet ihr nun tun? Versuchen, mich zu töten? Ich sollte euch warnen. Das ist eine schlechte Idee. Das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, sind mehr Tote. Gib mir den Stein, dann lasse ich euch laufen. Den Stein, natürlich. Mit allem hätte ich gerechnet, wisst ihr? Mit einer Moralpredigt. Irgendeiner ethischen Standpauke, warum ich Valencio nicht töten sollte. Oder einer Entschuldigung, warum er sich all die Zeit über einen Scheiß um mich gekümmert hat. Aber nein, viel besser. Es ist ihm vollkommen egal. Er will nur den Stein für irgendeinen seiner verdammten Aufträge. Und ich war blöd genug zu glauben, er wäre für mich hier. Ich kenne euch nicht. Und ich töte niemanden, der sich keines Verbrechens schuldig gemacht hat. Also werde ich euch gehen lassen. Aber wenn ihr auch nur eine falsche Bewegung macht, dann werde ich euch zerschmettern. Das schwöre ich beim Namen der Sonne. Was Jesper gesagt hat, war die Wahrheit. Verflucht nur mal, ihr werdet manipuliert. Ihr habt die Menschen nachgetötet? Nicht ohne den Schein, gebt ihn mir oder ich muss euch dazu... Was Jesper gesagt hat, war die Wahrheit. Was ich merke, ist, dass ich seit langem wieder eine Perspektive habe. Eine Rechtfertigung dafür, dass ich noch lebe und die anderen nicht. Wenn der Stein mich manipuliert, dann bin ich ihm dafür dankbar. Hättet ihr früher dahin gehen sollen? Ihr habt die Menschen nachgetötet. Ich habe sie gerichtet. Und das ist erst der Anfang. Und wenn ihr hier seid, bedeutet das, dass ihr die Beichten gelesen habt. Das sollte mir zumindest die Frage nach dem Warum erübrigen. Ich gehe nicht ohne den Stein. Wie ihr wollt. Alter, wie stark ist die denn? Wo ist die? Ja.
Mist. Ich glaube, die tötet mich. Nein. Keine. Hallo, keine Magie. Hallo, böse. Genesungstrank. Den schwarzen Stein bergen. Rote Sonne. Schwarzer Stein der Dalvarex. Ach, solche Steine. Okay, ich dachte irgendwie. Ein Silberschwert. Valencio Doran. Der hat nichts Besonderes. Jesper. Alter, mir sterben hier alle. Das ist wenigstens ein Genesungstrank. Ein feiner Genesungstrank. Ich glaube, das war es jetzt mit dem Dalvarex. Aber warte mal. Was haben wir da für ein Schwert bekommen? Rote Sonne, da war es. Rote Sonne, Schaden 26. Gibt sogar zwei mehr Schaden als das, was wir jetzt haben. Und sieht aus wie ein klassisches Schwert. Warum musste Jesper jetzt sterben? Ich glaube, wir haben bald niemanden mehr. Wie unvorhergesehen doch manchmal der Tod kommt. Es ist irgendwie bitter, nicht wahr? Ungerecht. Ihr habt Sirius getötet. Ihr seid wütend, weil ihr mich für den Tod eures Freundes verantwortlich macht. Aber ich habe nur getan, was getan werden musste. Bitte versucht, das zu verstehen. Was getan werden musste? Ihr hättet mich um ein paar getötet. Ihr seid entzürnt über die Gefahren, die ich euch anscheinend gebracht habe. Ja. Aber was wäre wohl passiert, wenn ich nicht gewesen wäre? Lasst uns einen Blick wagen, Prophetin. Einen Blick in die Wirklichkeit, die ihr der Hiesigen so vorzuziehen scheint. 3 Stunden nach eurem Kampf im Bug läuft Kapitän in Rostius Schiff in Ark ein. Ihr wartet ab, bis der Lärm verstummt und schleicht mit eurem Kumpanen gemeinsam ans Deck. Und beinahe schafft ihr es, aber eben nur beinahe. Ein paar Meter vom rettenden Dock entfernt bemerkt ein Matrose namens Rajik eure Präsenz. Es bedarf keiner Erklärung, um zu verstehen, wer ihr seid. Und vielleicht würde Rajik euch unter normalen Umständen sogar laufen lassen. Ist er doch eigentlich ein freundlicher und mitfühlender Mann. An diesem Tag aber leider nicht. Seit Jahren arbeitet er nämlich schon auf eine lang ersehnte Beförderung zum 8. Steuermannsmartin. Aber erst heute früh wurde ihm die seinem verhassten Rivalen verliehen und er ist wütend. So unendlich wütend und enttäuscht. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Welche bessere Möglichkeit gäbe es, die Kapitänin von seiner Tauglichkeit zu überzeugen, als derjenige zu sein, der 2 blinde Passagiere findet? 2, die ganze Reise von den Vorräten der Mannschaft gezehrt haben? Von da an geht alles schnell. Ein Schwerthieb für euren Nacken, ein für den eures Freundes und niemand, der euch diesmal ein zweites Leben schenkt. Aber so ist es nicht geschehen. Der erste Flügelschlag ist geschehen. Und wo steht ihr nun? Ihr habt Fähigkeiten, von denen ihr nicht mal zu träumen gewagt hättet. Ihr könnt das Echo der Vergangenheit hören. Und ihr werdet Entscheidungen treffen, deren Ausmaß ihr selbst nur am Rande begreifen werdet. Sagt mir also, Prophetin, ist dieses Schicksal dem anderen nicht vorzuziehen? So ein Unsinn. Niemand kann die Zukunft vorhersagen. Woher wollt ihr wissen, dass genau das geschehen wäre? Ihr wollt wissen, woher ich all das weiß. Und eure Frage ist berechtigt, denn ich kann nicht in die Zukunft blicken. Tatsächlich ist das aber überhaupt nicht vonnöten. Alles, was es braucht, ist ein Blick unter die Oberfläche. Und man beginnt zu begreifen, dass wir alle nicht mehr als ein tosendes Meer aus Wahrscheinlichkeiten sind. Und lauscht man dem Tosen nur lange genug,
wächst das Formlose schließlich in Form und das Unbegreifliche wird greifbar. Und was hat das nun alles zu bedeuten? Welche Rolle spielt ihr in dem Zyklus? Seid ihr ein Horror? Ihr wollt wissen, ob ich zu denen gehöre, die ihr bekämpft. Aber nein, das tue ich nicht. Die Hohen, die Menschheit, die Steine, das sind die Elemente des Spiels. Ich bin größer als das. Aber ihr versteht nicht, wovon ich spreche. Und vielleicht werdet ihr es auch nie verstehen. Ich würde es gern verstehen. Mehr? Das Formlose bekommt Form. Soll das heißen, ihr könnt in andere Eventualitäten sehen? Andere Realitäten? Eure Frage ist, ob ich mehr als nur diesen einen Zweig sehen kann. Und die Antwort darauf ist, ja, das kann ich. Aber gemessen an dem, was ich bin, ist das keine schwer zu erlangende Gabe. Und was seid ihr? Ihr fragt nach dem Was, aber eure Frage sollte sein, wo. Und die Antwort darauf lautet, überall. Was ihr hier seht, ist nur ein Splitter meiner selbst. Diese andere Eventualität, die ihr erwähnt habt, oder grundsätzlich die anderen Eventualitäten, gibt es dort den Zyklus auch? Ihr wollt wissen, ob das, was ihr aufzuhalten versucht, auch andere Realitäten bedroht. Und ja, das tut es. Der Zyklus ist eine logische Konsequenz aus den richtigen Umständen und die sind nicht auf euren Zweig beschränkt. Okay. Und was soll das alles jetzt? Habt ihr noch etwas anderes vor, als klug daherzureden? Ihr glaubt, dass es meine Absicht ist, euch zu verwirren. Aber ihr irrt. Ich bin hier, weil ihr denkt, ich wäre es gewesen, die euch damals auf dem Schiff einen Menschen genommen hat. Und obwohl das nicht stimmt, gefällt es mir nicht, als pure Zerstörerin gesehen zu werden. Also werde ich meine eigentlich non-existente Schuld begleichen. Trete zurück. Non-existente Schuld begleichen? Was hat sie vor? Jesper? Jesper! Lebt wohl, Prophetin. Vielleicht sehen wir uns wieder. Vielleicht auch nicht. Boah, das fand ich geil. Kurz im linken Ohr und jetzt im rechten. Nach Jesper sehen. Jesper! Oh. Jesper! Oh. Jesper! Oh, so heiße ich. Aber, Adila, was ist passiert? Sie hatte dich attackiert und ich musste doch etwas tun. Es tut mir so leid. Ich hatte keine Wahl, Jesper. Es tut mir leid. Aha. Ich erinnere mich nur noch an einen Feuerblitz und dann Schwärze. Alles ist so verschwommen. Jesper, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber du warst tot. Was? Die Verschleierfrau vom Schiff, sie hat dich irgendwie zurückgeholt. Ich verstehe es selbst nicht. Ach, das ist alles etwas zu viel. Viel zu viel. Boah, bitte, gib mir etwas Zeit mit Adila, in Ordnung? Geh nach Ark, geh irgendwo hin. Aber bitte, lass mich allein. Bitte. Boah, ich bin froh, dass er zumindest wieder da ist, aber seine Augen sind geschlossen. Ich lasse ihn allein. Boah, ich bin echt froh, dass er noch da ist. Warte mal. Muss ich den ganzen Weg wieder zu... Ne, da vorne ist irgendwie noch ein Weg. Irgendwie, irgendwo, hier? Oder wie kam er hier runter? Wo kam er hier runter? Ich will es mir gerne wissen. Hier? Ich würde es gerne verstehen. Wie kamen die hier runter? Anscheinend ist die Kluft hier der einzige Weg.
Ich feiere jetzt das schöne Schwert, was wir hier jetzt haben. Wie heißt das Schwert? Rote Sonne. Ich markiere mir den mal. Ich will mal gucken, ob wir den nicht vielleicht sogar auch aufwerten können. Ich finde es nur schade, dass wir viel zu wenig von dem Schattenstahl hier bekommen haben. Ich hätte gerne mehr gehabt. Und jetzt will ich wissen, ob es hier noch einen anderen Weg gab. Also von hier. Das ist aber auch echt cool hier. So eine Lichtung mitten im Dings. Ob es hier auch was zu finden gibt. Wo ist Jesper? Kann ich ihn von hier aus sehen? Der liegt da noch brennend. Da ist Jesper und Adila. Boah, ich bin aber echt froh, dass er doch noch unter den Lebenden ist. Ich war wirklich schon im Glauben, wir werden hier jeden verlieren. Ich habe mich eigentlich schon damit abgefunden, dass wenn Jesper jetzt tot ist, wir alle verlieren werden. Aber ich glaube, Jespers Zeit ist noch nicht gekommen. Gehen wir mal raus. Ich muss das auch irgendwie erstmal jetzt verarbeiten, dass wir auch Jesper fast verloren hätten. Ne, hier oben lang. Aber echt cooles Versteck, was die als Kinder hatten. Ich wünschte, ich hätte als Kind so ein Versteck gehabt. Warte mal, war da nicht was? Bin mal vorsichtig. Guck mal, ob hier irgendwie noch irgendwo Schattenstahl ist. Irgendwie so ein einzelnes Erzbröckchen oder so. Eine Axt. Irgendwo versteckt. Die Truhe hatten wir ja, glaube ich, schon, oder? Hier ist nur Eisenerz. Und es ist Nacht. So, ab jetzt speichern wir mal. Dann gehen wir jetzt mal Richtung A. Glühwürmchen. Und Mondscheinfalter. So, wollen wir dann mal versuchen, durch die Frostpassage zu gehen? Wenn wir jetzt hier gleich nach Norden abbiegen. Steck hier fest. Und dann mal gucken, was in der
bei der Frostpassage ist. Wir kamen ja da aus irgendwelchen Gründen nicht mehr weiter. Ich weiß nicht mehr, was. Ich glaube, da war irgendwie ein Säbelzahntiger oder ein Wolf oder so. So, das müsste jetzt... Genau, das ist der Weg. Ich speichere vorsichtshalber noch einmal. Eine Muratte. Ach, das ist nicht mal magisch, das Schwert. Okay, warte mal. Ashkaman sind wir. Wir müssen aber in diese Richtung. Da hinten waren wir. Ich glaube, dann müssen wir jetzt hier. Das führt zur Frostpassage, meine ich. Und dann gleich die nächste rechts. Ich will wirklich mal die Frostpassage sehen. Boah, ich bin aber froh, dass Jesper eigentlich noch lebt. Wirklich. Ich werde das noch ein bisschen... Alter, erschreckt mich nicht, Sternlinge. Okay, hier ist lila Kristall. So, und das müsste der Weg zur Frostpassage sein. Was sind das denn jetzt für zwei Symbole? Oben auf dem Dings, auf dem Kompass. Ich würde sagen, das finden wir aber mal in der nächsten Folge raus. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.